So, das war mein Video zum American Dream. Ich habe jetzt ein paar Szenen meiner letzten Woche gesehen, wie das Rückentraining, die Fahrt zum Wettkampf und leider sind nicht solch gute Szenen beim Filmen des Bühnenauftritts entstanden. Leider nur mit schlechter Handyqualität. Und schau mal, ob ich einfach nochmal ein paar gute Bilder mit einblenden lasse, damit ihr selbst mal seht, wie das alles ausgesehen hat. Ja, mein Fazit dazu. Ja, das war mein erster Men's Physik-Wettkampf. Mit meiner Platzierung bin ich selbstverständlich nicht zufrieden. Ich habe es leider nicht ins Finale geschafft. Und das war halt so meine Intention. Ich habe gedacht, okay. Also ich bin halt jemand, der eher realistisch ist. Ich gehe jetzt nicht immer mit der Einstellung rein. Yo, ich hole das Ding. Auch wenn man natürlich sagen kann, diese Einstellung sollte man haben. Doch ich versuche mal realistisch zu sein, um halt die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Deswegen sagte ich mir, okay, Top 5, das kannst du mal anpeilen und schaust einfach mal, wie es läuft. Wie gesagt, das war mein erster Wettkampf in dieser Klasse und es war halt auf dem IFBB-Niveau und ich bin mit Leuten angetreten, die halt schon mehr Erfahrung da gesammelt haben und auch schon einige Titel gewonnen haben. Und wie gesagt, ich war mit meiner Form an sich sehr zufrieden. Ich hatte knapp 86 Kilo gehabt und bin in der Klasse, also Männer Physik 3 gestartet mit über 1,80 m. Nun, das ist glaube ich ein bisschen zu laut. Lass sein. Na, das ist glaube ich nur für mich so. Naja, auf jeden Fall war ich stehen geblieben. Ja, ich bin in Männer Physik 3 gestartet und halt mit den höchsten, mit den größten und wahrscheinlich auch schwersten Jungs. Ja, man sagt mir halt nach den Wertungen, dass es bei mir am Posing gelegen haben soll. Ich habe das Posing schon geübt und es ist halt was komplett anderes als beim Bodybuilding. Und es ist nicht unbedingt das Posing selber gewesen, sondern vielleicht, also nein, was heißt vielleicht einfach nur der Bühnenauftritt und die Performance im Allgemeinen. Dass ich vielleicht etwas schüchtern oder etwas unsicher gewirkt habe. Woran das jetzt gelegen hat, kann ich so gar nicht sagen. Vielleicht einfach nur, weil es ungewohnt war für mich, mit der Badehose auf der Bühne zu stehen und dass man eigentlich nur den Oberkörper anspannen muss und die anderen Muskeln mehr oder weniger außer Acht lässt. Ja, ich habe mir meine Gegner ja selber angeschaut. Ich selber hätte vielleicht, also ich persönlich hätte mich im Finale gesehen. So, es gab drei Finalisten, bei denen ich ganz klar schon gesagt habe, okay, so, da hast du keine Chance, damit kannst du leben, das ist gar kein Problem. Doch bei anderen ist das immer so eine Sache. Man nimmt sich natürlich auch immer anders wahr, als andere Leute einen wahrnehmen. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich eine falsche Wahrnehmung von mir selber habe. Ob es jetzt nur im positiven oder im negativen Sinne ist. Die haben natürlich auch viele Leute. Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ich spreche jetzt nicht zum Beispiel von dem Adonis-Komplex, dass es heißt, dass ich mich zu dünn fühle oder irgendwie sowas in der Art. Weder habe ich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie zu fett bin. Aber für mich fällt es manchmal schwer, einfach zu sagen, jo, das sieht wirklich super aus. Gar kein Problem. Oder zu sagen, gut, da fehlt jetzt doch noch was. Ich bin auch selber selten mit mir zufrieden, auch wenn das vielleicht auf manchen Bildern so rüberkommt. Also im Allgemeinen, klar, kann ich sagen, ja, ich habe einen guten Körper. Mir wird oft gesagt, ich hätte eine schöne Linie, was ja sowieso genetisch bedingt ist, worauf ich nie einen Einfluss hatte. Von daher kann ich mir darauf jetzt auch nichts einbilden, ne? Alles, worauf ich einen Einfluss habe, ist, wie viel Muskelmasse ich halt aufbaue und wie gut ich meine Diät halt durchziehe. Diese Diät hat jetzt dieses Mal 10 Wochen gedauert und ich habe es diesmal auch ganz anders gemacht als bei den vorherigen Wettkämpfen. Ich hatte ja sonst immer einen festen Trainingsplan und habe jetzt einfach mal alles getrackt. Es hat eigentlich gut funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass es wirklich sehr sinnvoll ist, dass man erstens mit einem Körperfettanteil eine Diät beginnt, der nicht zu hoch ist.
Das war nämlich einer dieser Fehler, die ich sonst mal gemacht habe. Ich hatte immer über 100 Kilo gehabt und habe dann wirklich über Wochen hinweg eine Diät gemacht. So ist es natürlich, dass umso länger die Diät dauert, umso anstrengender ist es für den Körper und auch einfach für die Psyche. Das soll jetzt nicht heißen, dass man einfach nur 10 Wochen braucht. Rein theoretisch hätte ich auch 2 oder 4 Wochen länger machen können. Da wäre ich wahrscheinlich sogar noch besser in Form gekommen. Aber ich habe mit ca. 96 Kilo angefangen und hatte angepeilt, okay, in diesen 10 Wochen, je nachdem wie du es anstellst, sollten 8 bis vielleicht sogar 10 Kilo unten sein. Habe ich ja geschafft. So, bei den anderen Diäten habe ich ja noch höher angefangen, habe über einen längeren Zeitraum natürlich auch sehr viel abgenommen, war aber mit dem Gewicht nie so niedrig wie jetzt. In den ersten Wochen fiel mir diese Diät wesentlich einfacher, als es gegen Ende war. Muss ich sagen, einfach aus dem Grund, weil mein Körperfettanteil einfach wesentlich niedriger war und da auch nicht mehr viel für den Körper zu holen ist, weil der hat ja keine Reserven mehr, woher er die Energie ziehen kann, weil ich habe diesmal hatte ich eigentlich die Kohlenhydrate ziemlich hoch gehabt, immer noch um die 200 Gramm. Und das Fett war relativ niedrig, das hat sich meist erschreckt von 40 bis 60, je nachdem, worauf ich halt gerade Lust hatte zu essen. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich mindestens 200 Gramm Eiweiß esse. Das war aber so die letzten Wochen. Ganz am Anfang war das Eiweiß noch höher und die Kohlenhydrate auch. Aber bei den Sachen, die ich esse, habe ich eigentlich nie einen wirklich hohen Fettanteil. Das heißt, über 60 bis 65 Gramm komme ich eigentlich so gut wie nie hinaus. Na, da kommt es immer ganz drauf an. Das einzige Fettreiche, was ich wirklich esse, ist Fisch, also Lachs. Den ich halt manchmal zum Frühstück habe. Und meistens esse ich auch nur 3 Eier und sonst immer nur Eiklar dazu. Aber ja, auf jeden Fall, alles in allem, diese Diät ist besser gelaufen als die bisherigen. Die Form war besser. Wenn ich jetzt nochmal bei der Man's League starte, was ich auch vorhatte, denn am 30. Oktober ist nochmal ein Wettkampf in Luxemburg und ich wollte im Team vom Sportnahrung Engel starten. Hier nochmal einen schönen Gruß an Christian und ein herzliches Dankeschön für den Support. Er hat auch die Wettkampffarbe gesponsert und ja, ich habe auch Wettkampffarbe drauf gehabt. Es war nur eine Schicht, aber ich bin halt nicht überall gleichmäßig braun. Nur mal an dieser Stelle, weil es auch Leute gibt, die mich dann fragen, ob ich auch Wettkampffarbe habe. Ja, und auch ein Dankeschön an Uwe, der mich die letzten paar Wochen noch begleitet hat und immer Tipps reingegeben hat, wenn ich die gebraucht habe. Ja, ich wollte ein Team vom Sportnahrung Engel starten. Nun ist die Frage, ob das alles zeitlich so hinhaut, weil ich in 1,5 Wochen nach Brasilien fliege und da 10 Wochen unterwegs bin. Und da kann und will ich eigentlich auch keine Diät machen. Und ich komme am 16. wieder und müsste dann meine Diät schon am 17. beginnen. Müsste darauf achten, dass ich über die Zeit hinweg nicht zu viel zugenommen habe, weil ich ja nur noch 6 Wochen bis zum nächsten Wettkampf hätte. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich aber eine kurze Pause brauche, wenn auch nur für einige Wochen, solche Kalorien auf ein gewisses Maß hochfahren kann. Und ja, bei 6 Wochen, je nachdem, das Problem könnte sein, dass mein Körper sich halt nach dieser Pause so umgestellt hat, dass die Fettverbrennung nicht mehr so gut läuft, dass ich es auch wirklich rechtzeitig schaffe, in Form zu kommen. Das ist mein Bedenken bei dieser Sache, weil an sich würde ich schon gerne starten, einfach aus dem Grund, weil ich es besser machen will. Selbstverständlich könnte ich jetzt sagen, ja, scheiß auf die Mans Physikklasse, ich starte jetzt wieder im Bodybuilding. Da wurde mir nie irgendwie was bezüglich des Posings gesagt oder sonst was und da hat man mich mal gelobt für. Aber ich habe so den Ehrgeiz, dass ich einfach nochmal machen will und einfach besser machen will, wenn auch nur ein einziges Mal. Wenn dann noch ein einzig weiteres Mal. Ja, wenn das sonst nicht hinhauen sollte, besteht immer noch die Möglichkeit, im Frühjahr zu starten. Aber ja, also für mich steht halt fest, ich werde auf jeden Fall noch ein weiteres Mal in der Men's League starten. Darüber hinaus werde ich einfach mal schauen. Zudem wurde mir gestern des Öfteren von anderen Leuten, ob jetzt Kampfrichtern oder Zuschauer oder was auch immer gesagt, dass ich
an sich in die Man's Physique passe, aber wesentlich besser ins Classic Bodybuilding, weil in der Manual-Klasse brauche ich ja gar nicht, das anzufangen, ins Classic Bodybuilding passe oder in die sogenannte Classic Physique, die ja jetzt bald kommen soll beim IFBB. Da haben die einfach nur andere Badehosen, da gibt es immer etwas anderes Posing und da kann man ja auch Beine zeigen. Gerade weil ich halt gute Beine habe, es ist irgendwo auch eine Verschwendung, sie nicht auf der Bühne zu zeigen, weil das halt wirklich einfach eine meiner Stärken sind zu meinem Rücken. Und also was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich dass mein Rücken bei den Men's Physique Posen gar nicht so gut zur Geltung kommt, wie es bei den Bodybuilding Poses. Aber das ist das, was ich meine. Das ist nur meine Einschätzung. Das ist vielleicht einfach nur meine falsche Wahrnehmung von meinem eigenen Körper. Da gibt's ja Leute, die sagen mir was anderes. Das ist das, was ich meinte. Das ist halt sehr, sehr schwierig für mich, das wirklich objektiv zu beurteilen. Ah ja. Ansonsten, ja, ich werde einfach mal schauen, wie es in den nächsten Wochen weiterläuft und werde mich einfach nochmal bei einem Video melden. Schön, dass ihr zugesehen habt und wenn irgendwelche Fragen sein sollten, wie immer, unter die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal.